Takeoff. Die feinsten Beats in der Frachtluke, one way ohne Zwischenstopp und Nachtruhe. Alle Systeme sind bereit und die Bodencrew auch. Starterlaubnis wurde erteilt. Okay, over and out. Gehirn gleich Triebwerk, das Cockpit, die Stage. Steig auf 3000 Fuß nonstop Richtung Fame. BBC? Im Tower check die Navigation. Verteilen Rapshit per Luftpost. An die Nation, schneid dich an. Der Flug ist noch lange nicht um. Konkurrenz auf dem Radarschirm wurde zur Landung gezwungen. Die Passagiere wollen Rapper, so bekommen sie das. Und schieben Kopfnicker in Business und Economy Class. Alle wollen in die Charts mit irgendwelchen Billigfliegern. Ich vertreib sie aus dem fucking Terminal, dann chill ich wieder. Damit ihr Bescheid wisst und falls ihr noch mehr wollt, bucht ihr deinen Flug im World Up Airport. Man gab mir beim Check-in das Mic full size. Deine Lieblings-Airline immer wieder dreckig und tight. Sowieso GK ist der Co-Pilot. Last-Minute-Charterflüge nur auf hohem Niveau. Ey, verpiss dich vom Rollfeld, dein Flug ist gecancelt. Im Aufstieg gibt es genug Turbulenzen. Kein Problem, wir durchbrechen die Schallmauer. Halte dir die Ohren zu, es wird auf jeden Fall lauter. Autopilot an und knall die Stewardess. Von Bremen über Warschau bis nach Budapest. Du hast recht, wenn du sagst, ich bin der Captain an Bord. Nach der Landung wird jedes Kampf mit Texten versorgt. Schalt die Turbine auf vollen Schub für den Sound, dass sogar alle zugekippten Fluglotsen staunen. Am Zielflughafen alle angesteckt mit den Lines, die ich schmuggel in meinem Handgepäck.